herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute mal eine Flipfolie mitgebracht, in dem ich ein Kochbuch vorstelle. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, herzlich gerne jetzt und schreibt mir Kommentare und gebt mir Likes und gebt mir Rückmeldungen und stellt mir Fragen. Alles her damit. Ich freue mich total auf und über Kommunikation. Und das werden ja schon immer mehr und da ist es echt total klasse. Und ich schreibe auf jeden Fall zurück, auch wenn es mal hier und da ein, zwei Tage dauert. Ich werde mich auf jeden Fall bei euch melden. So, auf in das Flip-Through. Was habe ich getan? Mamas Kochbuch. Ich habe schon mal für meine Schwiegermutter ein Kochbuch gemacht. Das war auch im Laufe dieses Jahres. Und da meine Schwiegermutter vor meiner Mutter Geburtstag hat im Laufe des Jahres, habe ich jetzt eine ähnliche Idee hier umgesetzt für meine Mutter. Also ich bin auch hingegangen und habe hier so ein Handtuch in ein Kochbuch verwandelt. Mit einem Buch dran, sozusagen. So, ich habe das Papier Casa Granada genommen von Stamperia oder Stamperia. Irgendwie ist mir Stamperia sympathischer als Name. So, dass ihr seht, ich habe hier ein bisschen Metall draufgepackt. Ich habe hier eine sichtbare Bindung, ein bisschen Filigree. Und auch hier wieder ein paar Buchecken und das schöne Papier. Das Papier ist wirklich toll, also ich mag das sehr gerne. Ich habe ein Lesezeichen. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass wenn man irgendwie das aufschreibt oder dann damit kocht, dass das Lesezeichen vielleicht ein bisschen stören könnte. Dementsprechend kann man das halt einfach entfernen. Ja, ein paar schöne, kleine, süße Charms dran. Ne? Also ich habe hier Kirschen, Äpfel, Pilze, Birnen. Was habe ich hier noch? Erdbeeren. Kaffeetasse, Cookies, Schokolade, was unterschlagen, nee, ich glaube, das war's. Und ein paar Handdruckstückchen. Das Ganze an einer silbernen Feder. So. Also klein und fein, kein riesen Schnickschnack. Aber ich finde passend, praktisch zu dem Buch. Das rücke ich jetzt erstmal zur Seite. Also ihr seht jetzt hier schon, da guckt ein bisschen was raus. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier 4 Signaturen drin. Ich habe hier so eine kleine Kreuzbindung draus gemacht. Und jetzt wollen wir mal einen Blick ins Buch reinwerfen. So, was nicht fehlen darf, ist hier eine kleine Junk Journal Anleitung. Auch das Kochbuch hat natürlich diesen Junk Journal Style und da muss eine kleine Anleitung dazu und natürlich ein persönlicher Gruß. Ganz klar. Ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet, ein paar Tabs, die man einfach verschieben kann. Ja, zum Beispiel hier Tab Kuchen habe ich auf eine große Büroklammer gesetzt und habe, ja, insgesamt, wie viel habe ich denn gemacht? Lass mich mal kurz durchzählen. Also hier habe ich 6 und hier müsste ich auch nochmal 6 haben. Jupp, genau. Also 12 Tabs vorbereitet. Wenn das nun so ist, dass Mama noch einen anderen Tab braucht, dann wird sie mir hoffentlich einfach Bescheid sagen. Genau, und diese Tabs kann sie dann halt überall entweder an die Seite packen oder hier oben drauf, je nachdem, wo sie denn einfach die neue Kategorie anfangen möchte. So, los geht's. Ich habe insgesamt halt ganz, ganz viel. Oh, jetzt habe ich hier die erste Seite mit angeheftet. Ich habe insgesamt sehr viel aus dem Casa Granada Papier raus benutzt. Ich habe das große gekauft, also das 30,5 x 30,5. Und ich habe auch hier diese kleinen Die-Cuts davon benutzt. So. Insgesamt gesehen habe ich hier sehr viel Kaffee und Tee gefärbtes Papier reingepackt, das ein bisschen gemischt. Also teilweise seht ihr wirklich ganz groß, grob gefärbtes, wo mir gerade einfällt, ich habe auch gerade Papier eingeweicht, das muss ich mal langsam retten, sonst ist es zerfallen. Ich weiß nicht, wie lange man Papier in Tee lassen kann, ohne dass es auseinanderfällt. Ja, hier überall so ein paar kleine Eckchen, wo man noch ein zusätzliches Blättlein reinpacken kann. Und genau, hier kann man überall mal ein bisschen was noch versenken in der Seite. Noch ein zusätzliches Rezept reinpacken. Vielleicht möchte sie auch einfach von ihren Rezepten was aufkleben. Weil, ihr kennt das wahrscheinlich von Mama, Oma, Tante irgendwie. Die haben so eine schöne Kladde. Und diese schöne Kladde ist dann irgendwann hier und da was vollgeschrieben. Aber dann auch einfach mal hier einen Zettel reingesteckt. Dort ein ausgeschnittenes Rezept rein und so. Und so ähnlich könnte das hier auch werden. Allerdings wäre es natürlich schön, wenn Mama dann ihre Rezepte hier einklebt. So, das ist mein Plan. Mal gucken, ob ich das bewegen kann. Hier haben wir so ein bisschen mal die Mitten, die Bindung so ein bisschen lustig abgeschlossen mit diesen kleinen süßen Die-Cuts.
Und ja, das wäre natürlich schön, wenn das einfach so ein Buch wird, was man dann, sag ich mal, weiter vererben kann, ne? Dass man einfach die ganzen tollen, schönen Rezepte, die man mal über die Jahre gesammelt hat und auch vielleicht aus einem Rezeptheft hat und sagt, Mensch, das ist das, was ich unbedingt weitergeben möchte, dass man das dann hier reinpackt. Ich gucke gerade mal, ich habe hier noch so einen schönen Tüdelü, genau, das kommt hier aus dem Tab, aus dem Tab, sag ich schon, aus dem, ach Gott, Wortfindungsstörung heute. Ja. Dann lassen wir die Wortfindungsstörung sein. Ich habe hier und da aus Schweden schöne Küchenwerbung und das ein oder andere Rezept auf Schwedisch eingefügt. Meine Mama kann nämlich ziemlich gut Schwedisch und naja, dadurch, dass wir da auch ein Haus haben, also meine Eltern auf jeden Fall, ist das so, dass sie oft in Schweden ist und auch das ein oder andere Rezeptbuch von da hat und bestimmt auch das ein oder andere schwedische Rezept hier rüberholen wird. Könnte ich mir jedenfalls so vorstellen. Und da habe ich mir einfach ein bisschen vorgegriffen und habe ein paar schwedische Werbung, ein paar schwedische Rezepte hier mit reingepackt. So. Hier und da habe ich noch so ein paar Kaffeeflecken gestempelt, gestenzelt, die ich einfach finde. Ich habe so ein bisschen Kaffeepapier hier noch mit reingepackt, also so kleine süße Sachen. Ich einfach finde, es passt hier einfach so, ne? Als hätte jemand irgendwie eine Tasse mal draufgestellt beim Kochen. Hier habe ich jetzt auch ein paar von den Kochbuchseiten mit reingepackt. Ja, ansonsten, ihr seht's, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil betreutes Blättern ist so eine Sache. Ja, auch wieder. Also dieses Papier ist wirklich schön. Es ist so richtig friedlich schön, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Auch hier ein paar Karten noch mit eingebaut. Ja, dieses Kaffeepapier meine ich, ne? Wo hier einfach so ein paar Kaffeefleckenpapierchen sind. Das darf hier auch drin wohnen und wird vielleicht Halter für ein schönes kleines süßes Rezept. Hier mal wieder ein schwedisches Rezept. Ein bisschen was. Ein paar Bilder aus dem Kochbuch, hier und da Flecken. Ich habe super einfach gehalten, ich habe super wenig dekoriert, muss man dazu sagen, ne? Also das ist hier wirklich so ein, ja, ein Buch zum Weitermachen oder zum Anfang, zum Reinschreiben, zum Hey, los geht's, lass uns mal die coolsten Rezepte der coolsten Rezepte reinpacken. Und das ist ziemlich viel Platz drin. Also vier Signaturen, mindestens 10 Seiten, auf denen man schreiben kann, also 10 Blätter. Dann 40 Seiten pro Signatur. Das heißt, hier ist schon ein bisschen der Platz drin, ne? Hier und da auf solchen Seiten natürlich weniger. Auf solchen Seiten hier natürlich richtig viel. Gibt ja auch schwierige Rezepte. So, und dann habe ich hier mal hier und da sowas zum Auseinanderfalten und wieder zusammenfalten reingepackt. Dieses Papier hier liebe ich, diese Kacheln. Die will ich mir sofort an die Wand machen. Das ist genau meins. Genauso das hier. Das ist einfach, das hat hier. Ups, habe ich ein kleines Plättchen geknickt. Das hat einfach so was, ich finde, so was Friedliches, Gemütliches. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es gut ankommt. Immer noch so ein Coffee Break Zettelchen. Der hat sich verschoben durch mein wildes Rumgestenzel hier. So, manchmal habe ich einfach nur so einen Streifen geklebt, der gar keine richtige Bedeutung hat. Einfach nur zum Hübschsein. Ja, im Endeffekt, ihr seht ein Karo, einfaches, schönes, feines Kochbuch mit einem ganz tollen Papier. Hier und da ein paar ergänzende Zettelchen. Ein kleines süßes Dingeldangel-Lesezeichen dran. Ja. Und wirklich, also für meine Verhältnisse sehr wenig Deko, sehr wenig Ausklapp. Was ich glaube von meiner Mutter auch eine ganz gute Idee ist. Weil ich denke mir, dass wenn ich das jetzt richtig voll dekorieren würde, dann würde sie mir bestimmt mit großen Augen sagen, ich weiß gar nicht, wo ich da reinschreiben soll, das ist alles so schön dekoriert. Weil, wie ihr ja wisst, am eigenen Leibe oder am Leibe von Beschenkten, das ist gar nicht so leicht, in einem Junk Journal zu schreiben. Ja, sich wirklich zu trauen, den Stift anzusetzen und auf so einer krasse Ausklappseite oder über ein Bild irgendwie was zu schreiben, das hat schon so ein bisschen was von Überwindung. Dann ist es natürlich hier jetzt auf solchen Blättern viel, viel leichter. Und da es das erste Junk Journal für meine Mutter ist, ne, Kochbuch, ja, Junk Journal, habe ich das jetzt richtig rum? Habe ich dich richtig rum? Ja, habe ich. Da es das erste Junk Journal oder Junk Journal Kochbuch ist, wollen wir es mal nicht übertreiben, ne? So, hier könnte man theoretisch noch
ein Rezept reinpacken. Ich überlege mal, ich gucke mal, ob ich hier in meinem Rezeptheftchen auch noch irgendwie was finde, was ich da einfach reinpacke, was besonders lecker aussieht. So als Anregung, was man wo reinpacken kann. Und es hat einfach keinen weiteren Verschluss. Na, ich überlege, ob ich da noch so ein Handtuchstreifen nehme zum Zubinden oder einfach gar nicht. Nur weil ich finde, mir gefällt das so, wie es ist und ohne Verschluss echt ganz gut. Also ich vermisse hier nichts. Diese Spitze ist einfach mal super cool für dieses Kochbuch. Ja. Das hier, liebe Leute, war einfach ein kleines süßes Flip-Through zu einem kleinen, süßen, spartanisch dekorierten Kochbuch für meine Mama. Und das werde ich, heute oder morgen verschenken. Vielleicht wird es auch übermorgen, aber spätestens übermorgen. Und mal gucken, vielleicht werde ich euch erzählen, wie es angekommen ist. Und immer, wenn ich sie sehe, werde ich sie ein bisschen in die Rippen stupsen und sagen, ey, hast du schon Rezept da reingeschrieben? Ist nicht ganz uneigennützig, ne? Weil irgendwann, hoffentlich in langer, langer, langer Zukunft, werde ich das vielleicht mal vollgeschrieben erben und dann einfach Mamas Rezept danach kochen können. Da gibt es schon so ein paar, die muss ich auf jeden Fall haben. Und wie sind Rezepte besser dargereicht ist als in so einem schönen Junk Journal Kochbuch? Ne? Also, ich würde wenn man mir sowas schenkt, da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ja, liebe Leute, ihr seid am Ende angekommen mit mir. Am Ende des Rezeptbuchs, aber noch lange nicht am Ende der Bastelstrecke. Da geht noch was. Ich habe schon wieder ganz viele neue Ideen und ganz viele neue Projekte im Köcher angefangen, angedacht oder irgendwas. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch demnächst im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis demnächst in diesem Kino.